Die Ziegler Group aus Plößberg in Bayern betreibt das größte Sägewerk Europas. Da dort große Mengen an Sägenebenprodukten anfallen, entschied man sich dazu, ein eigenes Pelletierwerk zu errichten. Der Bau begann Anfang 2021 am Standort Pressart. Von der Fundamentarbeit bis zum Hallen- und Silobau wurde alles von Grund auf in Form eines Greenfield-Projektes neu errichtet. Das Werk umfasst 3 Betonsilos für Sägespäne und Hackschnitzel, ein Trockenspannsilo und 2 Pelletsilos. Zusätzlich zu der Produktions- und Absackhalle wurde eine große Lagerhalle für die fertige Sackware und eine LKW-Verladestation errichtet. Der Materialfluss beginnt an der Abladestelle. Dort werden die Sägereste aus Zieglers benachbartem Standort durch LKWs angeliefert. Dabei handelt es sich um Elemente von Fichte, Tanne und Kiefer. Mithilfe eines Schubsystems wird das Material zeiteffizient entladen und in die Nassspansilos befördert. Von dort aus wird es mit Siebschnecken in die Rematec RPM-Mühle zur Zerkleinerung befördert. Der Feuchtigkeitsgehalt liegt zunächst bei bis zu 55%. Für die Pelletierung ist das zu viel, sodass das Rohmaterial in einem RecoDry-Bandtrockner der Firma Stela auf etwa 10% reduziert und anschließend im Trockenspansilo zwischengelagert wird. Von dort gelangt es in die Pelletieranlage. Als erstes wird das Material durch 2 Rematec-Hammermühlen weiter verfeinert. Nach einer kurzen Verweilzeit im Reifebehälter geht es weiter in einen der 4 Konditioneure. Diese sorgen für eine gleichmäßige Materialzugabe in das Herzstück der Anlage, die Pelletierpressen. Die Ziegler Group hat hier auf den deutschen Hersteller Salmatec gesetzt und gleich 4 Maschinen des Flaggschiffmodells Maxima 900 installiert. Jede der Pressen erzielt einen Durchsatz von 7 Tonnen pro Stunde, sodass eine Jahreskapazität von etwa 225.000 Tonnen erreicht wird. Der 2-motorige Direktantrieb garantiert einen ruhigen und energieeffizienten Maschinenlauf. Die zahllosen Betriebs- und Bedienungsfeatures sorgen für einen zuverlässigen und qualitativ hochwertigen Pellet-Output auf EN plus A1 Standard. Nachdem die Pellets durch einen der 4 Siebkühler gelaufen sind, werden sie in eines der 2 Pelletsilos befördert, um dort ihre ideale Härte zu erreichen. Anschließend können sie einerseits in der direkt angeschlossenen Absackanlage verpackt werden oder andererseits als Schüttgut auf LKWs verladen werden. In weniger als einem Jahr hat die Ziegler Group am Standort Pressart einen der größten Pelletierwerke Deutschlands errichtet und erfolgreich in Betrieb genommen.